Ja, da bin ich wieder. Irgendwie hat sich mein Aufnahmegerät bei der letzten Folge aufgehängt. Da lassen wir das nämlich gleich so. Da habe ich jetzt nicht Tschüss gesagt. Weil wir am letzten Kilometerstand von 67.000, muss ich mal mit aufschreiben, weil da hat sich irgendwas, ja, vertan. Ich habe da falsch eingestellt. Wir haben beim letzten Mal einen Unfall, das heißt 2 Cent. Und haben 67.953 Kilometer, also fast die 58.000. Und jetzt da geht's weiter mit Folge 192 mit 67.953 Kilometer. Ja, sorry, solche Fehler passieren mal eben. Ja, ist aber nicht weiter schlimm, denn die Kilometer sind ja alle da. So. Gut, dann wollen wir weiter. Vielleicht schaffen wir die 450 Kilometer dann heute noch. Dann haben wir nicht ganz gut was gerissen. Wir müssen ja jetzt nicht abholen oder sonst irgendwas machen. Wir können ja jetzt einfach weiterfahren. Und dann sehen wir schon, ob wir es schaffen. Jetzt muss ich gucken. Ne, da muss ich jetzt erstmal rüber. Da wäre ich fast in einen reingefahren. So, ja, Folge 192. 192. Und er ist 67.000 Kilometer. Oder knapp 68.000. Plus die 10.000 vom Multiplay sind 90.000. Also, das ist schon der Hammer. Also, das wären ca. 2.000 Folgen, wenn man das ein bisschen hochrechnet. Wird schon cool. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand schon so viele Folgen hat. Ich glaube, das höchste, was ich weiß, sind irgendwie 400 oder 500. Aber cool. Da bei der nächsten Parkplatz geht, müssen wir mal kurz runterbremsen. Weil Strafe zahlen wollen wir ja nicht unbedingt. Und dann mal hier rüber. Ja, wäre schon cool, wenn wir dann die Fuhre heute abgeben können, weil dann kann man nicht das nächste Mal schauen, dass wir von Rotterdam rüberkommen oder hochkommen in das neue Add-on, Skandinavien, hoch. Wäre schon cool. Und dann schauen, dass wir vielleicht irgendwie bald wieder einen neuen LKW kriegen oder einen neuen Angestellten. Da oben dann die Werkstätten kaufen können. Gut, natürlich kann ich auch einen Kredit, glaube ich, noch aufnehmen. Den habe ich ja, glaube ich, noch gar nicht. Köln, nein, wir müssen hier rüber. Wir müssen nicht nach Köln. Aber wir gewinnen ja mal Money und die Kelly und die Mama Ute. Wie alle sonst Kölner. Ja, Köln. Also meine Frau und ich spielen gerade mit dem Gedanken, nach Köln zu gehen. Also sie hat da Jobangebot in Aussicht und ich denke mal auch für mich als Let's Player wäre Köln vielleicht eine gute Wahl. Weil wenn ich hier in Bayern den Leuten sage, was ich mache, dann gucken sie recht blöd, weil die so erzkonservativ sind und da bist du nur was, wenn du richtig hart arbeitest. Und die können sich einfach darunter nichts vorstellen. Und Köln ist für mich ja die Zockerstadt schlechthin hier in Deutschland. Alleine durch die Gamescom, alleine das, da ist ja fast alles. Der Kontakt zur Simo-Welt wäre dann viel besser da. Zu Buschbaum und zur Stiftung an sich, die ist ja in Bonn. Also ich denke mal, dass das positiv wäre, auch um mich besser in das Let's Player-Ding reinzubringen. Denke ich mal, ist es auch nicht verkehrt, dorthin zu gehen, wo die Leute das anerkennen, was du machst. Und Köln ist von der Seite eigentlich auch eine richtig offene Stadt. Köln ist offen, was alles eigentlich betrifft, ob jetzt Homosexualität, ob jetzt sonstiges Zeug, da sind die einfach offen. Wenn du da als YouTuber dich hinstellst, dann bist du YouTuber, ganz einfach. Natürlich gucken dich überall manchmal Leute blöd an. Aber ich denke mal, da ist es einfacher, dann auch noch ein bisschen bekannter zu werden und auch mit der Stiftung enger zusammenzuarbeiten, weil die halt dann doch nicht 600 Kilometer entfernt ist, sondern wirklich vor der Haustür.
Und deswegen spielen wir mit dem Gedanken, da heuer noch einen Cut hier in Augsburg zu machen und nach Köln zu ziehen. Vor 20 Jahren hätte ich vielleicht den Schritt gar nicht gemacht. Aber heute ist es so, auch Freunde und so weiter, es ist ja keine Entfernung mehr mit E-Mail, mit SMS, mit Skypen und das Ganze, da ist ja der Kontakt eigentlich da. Also ich denke mal, es wird schon einfacher werden. Und außerdem habe ich einfach Bock auf was Neues, einfach Bock auf irgendwas Neues, Interessanteres. Neue Menschen kennenlernen, neue Stadt kennenzulernen. Und vielleicht öffnet es auch meinen Horizont weiter, was jetzt ich als YouTube oder Let's Player mache. Vielleicht öffnet mich das so weit, dass ich auch, weil ich bin halt nun mal ein Schwab-Bayer, ein Schwäbisch-Bayer und das heißt ja, das ist geizig. Und das denke ich mal, dass das halt für die Zukunft dann auch mich in das Ganze vielleicht noch ein bisschen weiter reingucken lässt, mich ein bisschen offener macht. Ja, und jetzt muss ich hier rüber. Danke. Ja, dass ich da halt auch ein bisschen anders dann bin. Und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn man beruflich irgendwie was erreichen möchte, ob in der Selbstständigkeit oder ob jetzt einfach mal ja was Neues, sich was Neues anschauen möchte, dann muss man auch da offen sein und sagen, okay, ich breche hier die Zelte ab und gehe in eine andere Stadt, da wo das, was ich mache, vielleicht eventuell besser ankommt. Natürlich weiß ich nicht, ob es stimmt. Das weiß niemand. Das kann man erst dann sagen, wenn man es probiert hat. No risk, no fun. So ist es einfach. Und es ist natürlich ein neuer Start, neuer Anfang. Aber Freundschaften, Money ist da, Kelly ist da. Also da sind schon genug Leute da, mit denen ich da schon mal gut was machen kann. Dann kann ich vielleicht die Partnerschaft, die ich mit Simo Welt habe, noch ein bisschen besser ausarbeiten. Dass man vielleicht ein bisschen besser miteinander arbeitet, dass man, wenn man was Neues hat, wenn man was Neues zeigen möchte. Ey, das ist auch schön hier gemacht, das ist auch alles neu. Ja, cool. Ja, dass man das halt einfacher, ein bisschen besser noch ausarbeiten kann. Ist ja nichts Schlimmes. Ach, da ist auch Köln. Ey, das haben sie neu gemacht, oder? Sind neue Sachen reingepflastert. Und da ist der Dom, oder? Hinter der Mauer. Rechts. Ich glaube, ja. Da ist die Brücke. Da müsste man den Dom sehen. Ja, der Dom ist da. Ey, das ist doch ein geiles Fotomotiv. Müssen wir jetzt gucken, dass wir das richtig schön hinkriegen. Ja, geil, Omat. Ja, cool. Tiefenschärfe. War geil. Kölner Dom. Fahren wir gerade vorbei. Die lassen sich immer was einfallen und das ist echt genial. Ich weiß gar nicht, war der vorher schon drin? Nein. Also vorher ist mir der nie aufgefallen. Aber ich glaube, wir schaffen diese Strecke heute doch nicht mehr. Denn die Viertelstunde ist schon bald wieder vorbei. Also im Schwitz behind ab, hier haben wir ja eine Hitze. Ist auch heuer so mit dem Wetter. Voll die Extreme. Erst kalt, dann wieder richtig heiß und dann schwitzt man sich einen ab und stinkt wie ein Iltis. Darf man sich 200 Mal am Tag duschen.
Nee, also wie gesagt, das ist halt jetzt einfach nur mal so Plan, wenn sie den Job kriegt, dann sind wir in Köln. Wird zwar erstmal ein riesengroßer Aufwasch werden, weil zwei Mieten zahlen, bla bla bla, weil wir natürlich 3 Monate Kündigungsfrist haben, aber ich denke mal, guten Wille ist es auf dem Weg. Und da schafft man das schon. Fahren wir einfach fertig. Da haben wir halt fast 20 Minuten. Müssen wir, glaube ich, abbiegen? Jawohl. Ja, ich möchte halt auch meinen Horizont erweitern, was YouTube angeht. Und naja, wenn man mal schaut, von den ganzen Let's Player und YouTubern, die meisten kommen ja von Köln. Und ich denke mal, da kommt vielleicht dann auch irgendwie mehr Kontakte, wo man vielleicht miteinander was machen kann, wo man vielleicht sich ein bisschen kennenlernen kann, wo man vielleicht einfach mal sagt, hey. Ja, es ist so, wie wenn man halt ein Geschäft aufmacht. Da sucht man sich natürlich auch einen Standort aus, der was für das Geschäft gut ist. Ich kann nicht einfach als Ding aufmachen, ein bisschen Schneiderei oder weiß ich nicht, irgendwas, irgendein Unternehmen, wenn kein Bedarf da ist. Das geht einfach nicht. Wobei ja wir das Ganze online machen. Wir sind ja online. Also das heißt, das Internet ist ja überall erreichbar, aber dennoch meine ich, dass man dadurch halt doch ein bisschen weiterkommt. Gamescom zum Beispiel, man kann die Gamescom besser nutzen. Man hat da einfach alles vor der Haustür. So, was ist jetzt hier los? Schaut euch die Sonne in Strahlen an, voll cool. Geblieben, verdammt. Ich will noch ein bisschen mehr ausscheren müssen. Da kommt aber jetzt nichts, kann man rüber. Sechs Prozent schon, alter Schwede. Also, das schaffen wir doch nicht mehr, denn jetzt ist die Viertelstunde vorbei und noch 190 Kilometer. Und wir müssen den nächsten Parkplatz, oder mal schnell, wann muss ich das nächste pennen? In 3 Stunden. Also pennen müssen wir auch, abgeben muss ich in 18. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Parkplatz zum Pennen. Ja, aber jetzt so schnell keinen mehr finden. Mal schauen, verlängern wir noch ein paar Minuten.
Aber die Sonnenstrahlen sind so genial. Ja, dann wisst ihr nämlich jetzt schon mal ein paar Pläne von mir. Aber sage ich dann noch rechtzeitig Bescheid, weil dann kann es sein, dass ihr ein, zwei Wochen mal kein Video hochladet oder irgendwas, oder zumindest eine Woche, damit wir den Umzug hin uns bringen, weil muss ja alles sauber und ordentlich dann vonstatten gehen und Wohnung erstmal finden da oben, einfach für ein Zimmer mehr, damit ich einfach ein eigenes Zimmer dann habe für meine, also wie in so einem Büro, quasi Studio einrichten, wo ich dann meine Videos drehen kann, damit einfach auch Hintergrundgeräusche anders sind, kleineren Raum, wenn es bloß so eine Abstellkammer ist, die dann mit irgendwelchen Dämmmatten noch versehen, damit man vom Sound her, vom Mikro her einfach noch besser Qualität rausbringt und so weiter und so fort. Also ich möchte mich verbessern. Das gut größere Wohnung ist auch, wenn es jetzt nicht klappen sollte mit Köln, wenn wir hier bleiben, auch für hier gedacht. Auf gar keinen Fall, das steht außer Frage. Aber es ist halt nicht so einfach. Man hat ja ein Umfeld und man hat sich daran gewöhnt und man liebt es, ja. Und dann alles umbauen, naja, ist auch nicht gerade immer das Beste. Aber das klingt schön. So, jetzt muss ich hier auf alle Fälle erstmal parken. Und jetzt kriege ich hier kein Pennzeichen oder was. Muss ich da jetzt extra umdrehen oder was? Alter Schwede, das ist ja dann doof. Naja, also ich muss umdrehen. Ich muss umdrehen. Das machen wir aber dann jetzt anders. Müssen wir noch nicht. Ja, aber wir können dann schon mal hier pennen. Hey, gibt es da keine Ding-Meldung zum Pennen oder was? Gibt's da nicht. Ist doch ein Schafplatz außen markiert. Nö, geht nicht. Naja, egal. Auf alle Fälle sind wir heute fertig mit der Aufnahme. Und wir haben jetzt 68.310. Das heißt, wir sind 360 Kilometer gefahren fast. Das ist natürlich cool. Und haben wir jetzt, habe ich einen Unfall gehabt? Nö, glaube ich nicht. Nein, habe keinen gehabt. Okay, dann sehen wir uns morgen wieder bei der Folge 193. Mit 68.310 Kilometer. Jawohl. Gut, dann vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.